Hallo, heute stelle ich euch drei Filme vor, die mir besonders am Herzen liegen. Die stammen alle drei aus der Retrospektive Christian Petzold. Und ganz besonders möchte ich euch empfehlen den Film Pilotinnen. Das ist ein Fernsehfilm und zugleich Abschlussfilm von Christian Petzold von der DFFB. Da begeben sich zwei Kosmetikvertreterinnen auf einen Roadtrip. Schon in diesem Film geht es um Vertrauen und Verrat, was Christian Petzold in seinen weiteren Filmen dann auch als Thema aufgreift. Als zweites möchte ich euch empfehlen Die innere Sicherheit. Das war sein bekannter erster Kino-Hit sozusagen. Lohnt sich auf alle Fälle und greift auch schon ein deutsches Thema auf, in dem Fall Terroristen im Untergrund. Und dann komme ich auch schon zum dritten Film, den ich euch empfehlen möchte. Das ist Barbara, für den er auf der Berlinale 2012 den Silbernen Bären bekam. Was ich an Petzolds Film liebe, ist, dass er ganz präzise in seinen Dialogen ist, viel über Gesten und Blicke läuft und das ist einfach faszinierend zu sehen. Man bleibt an den Figuren dran. Aber ich möchte gar nicht zu viel verraten. Hingehen, anschauen und sich in eine Art Petzold-Universum begeben.